Und damit recht herzlich willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, bei Trend 17TV, euer T, euer Trendsack für euch am Mic. Zurück bei End of Zui, bei Resident Evil 7 VR. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Ach, ist das nicht herrlich. Ich liebe dieses Spiel, auch wenn es so grausam ist eigentlich, aber die Grafik ist einfach der Hammer. Ach. Warum gibt es da nicht mehr von diesen Spielen? Da hinten liegt eine Boxerpuppe. Die hätte ich beinahe übersehen. Moment, kann ich mich hier bücken, nicht, dass ich hier runterfall. Nice. Im Normalfall hätte ich die jetzt übersehen. Ich mich normal kenne, laufe ich da immer dran vorbei an solchen Sachen. Okay, können wir noch irgendwas herstellen? Wir haben einmal Heilung. Moment, hier können wir doch noch was machen. Das ist, nee, das ist Schrott, ist das. Kann man da irgendwas komponieren? Ich muss hier mal eben reinschauen. Kann nicht allein verwendet werden. Okay. Okay. Wir haben ja noch jede Menge Platz im Inventar. Und hier konnten wir jetzt ja auch nichts großartig machen. Oder habe ich irgendwas übersehen? Irgendwie dran ziehen oder? Nee. Irgendwas machen hier? Nee. Okay. Dann wollen wir mal. Schon durchatmen. Hier kommt bestimmt gleich. Sieht hier so ein bisschen wie eine Kampfarena aus. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Stock. Den kann ich mitnehmen. Stock. Ich kann noch nichts machen hier. Okay. Also sind erstmal noch keine Gegner in der Nähe. Noch irgendwas, was ich übersehen habe? In der Ecke? Nee, okay. Hui, alles klar. Na? Muss ich hier irgendwie runter oder was? Ja. Ah, shit, was bist du denn für ein hässliches Tier? Komm her, ja. Gerade so schön im Fallen. Zack. Der hat auch noch irgendwelche Flügel oder Arme. Ih, was ist da denn noch runtergefallen? Ist ja ekelhaft. Boah, ist das abartig. Okay. Bäm. Da ist eins von diesen kriechenden Viechern. Okay. Wieso habe ich denn den Speer jetzt nicht im Inventar hier? Metallschrott. Da, ich habe doch eben so einen Speer aufgehoben. Muss ich den mit meinen Fäusten wieder anschleichen? Ist da, glaube ich, nichts. Ja. Würde ich ja gerne. Da ist noch einer. Oh oh. Kann ich hier rum? Nee, da kann ich nicht rum. Shit. Der hält sich da auf. Oh, der sieht mich erstmal nicht. Okay. Oh, hier ist noch mehr Schrott. Oh, ich kann hier durch. Oh. Hier runter. Geh da rein, geh da rein. Kann ich ihn vielleicht von hinten angreifen. Ah, shit, da ist noch einer. Da ist die nächste Tür. Und da ist der nächste Typ. Okay. Der kriegt das natürlich sofort mit. Okay, schnell wieder rein. Fein. Okay. Okay, der nächste. Der rennt da aufgekratzt rum wie ein Duracell-Hase. Da hinten muss ich rein.
nicht. Okay, dreh dich um. Sauber. Okay, ja, nee, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Vielleicht ist da noch irgendwas an Waffen. Was muss man hier ja mal kriegen? Man kriegt ja hier überhaupt nichts. Müsste der eigentlich auch hören, oder nicht? So langsam kann man hier aber mal ein bisschen Equipment kriegen. Hier geht's nach unten. Ah, du Scheiße! Sind das Krabbelfiecher? Die Krabbelfiecher sind am schlimmsten. Der ist ja wohl richtig cool, aber der hat das noch gemerkt. Shit. Boah, bam! Krass. Okay, die haben wir. Okidoki. Erstmal alles absuchen hier. Da ist nix. Doch, hier ist Schrott. Da kann ich nicht rein. Nee. Okay. Alles von diesen Mistviechern. Oh oh. Oh, der guckt hier genau her. Shit. Da ist noch einer. Mein Gott, wie viele sind das denn? Den kriege ich nicht von hinten. Keine Chance. Guck mal, ob ich andersrum gehen kann. Ob man hier irgendwas drehen kann. Okay, schauen wir mal, ob hier die Chancen besser sind. Ist auch wieder nichts. Doch, da. Da ist was. Noch mehr Schrott. Endlos viel Schrott, aber keine Waffen. Da ist noch eine Luke. Alter Schwede, was ist hier los? Vielleicht kann ich das irgendwie hier umgehen. Eine Boxerpuppe. Championpuppe. Und noch ein Stamm, ein Ast. Schön ducken hier. Sehr, sehr geil gemacht. Da bin ich ja mal gespannt, wo ich jetzt wieder rauskomme. Oh oh. Oh oh. Ich jetzt gucken, ob das geht. Ich kann mich tatsächlich hinstellen und sehe, wo ich... Das ist ja der Wahnsinn. Das ist nicht gut, wo ich hier rauskomme. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Das ist der Wahnsinn. Okay. Oder soll ich das trotzdem versuchen? Hm, ich gehe mal volles Risiko. Komm ich da durch? Volles Risiko. Okay. Der. Den schleichen wir jetzt von hinten her. Ah ja. Scheiße, das hat nicht geklappt mit dem blöden Schleichangriff. So, oh, jetzt bin ich aber verletzt. Kann ich irgendwie sehen, wie... Oh, das scheint schon ziemlich heftig zu sein. Ich kann auch nichts herstellen. Okay, ich brauche langsam unbedingt mal ein bisschen Equipment hier.
Aber das war abzusehen, dass das hier nicht einfach wird. Wir sind aber scheinbar schon in der Nähe. Da, den krallen wir uns auch noch. Ja. Da. Dreht er sich um? Der dreht sich gerade um. Shit. Ich kann mir das jetzt nicht mehr leisten. Noch ein Fehler. Okay. Der dreht sich natürlich gerade um, der Sack. Ich gucke mich hier nochmal eben schnell um. Ob hier noch irgendwas liegt. Eine Boxhauptpuppe, irgendwas. Und dann gehen wir wieder zurück. Ne, hier ist nichts mehr. Alles klar. Wir sind aber, glaube ich, schon hier ziemlich gut am Ziel. Da ist ein Monitor, irgendwas, was da läuft. Haben wir hier alles weg. So. Okay. Da müssen wir durch. Jetzt mal hoch. Was denn? Oh, das passt sich doch wunderbar. Bevor wir jetzt hier das Mittel holen, werden wir auf jeden Fall abspeichern. Überschreiben, jawohl. So, meine Lieben, wie immer an dieser Stelle machen wir einen kurzen Boxenstopp und wir sehen uns dann natürlich in der nächsten super spannenden Folge wieder. Lasst doch bitte eine Bewertung da und ja, unterstützt das Projekt, abonniert mich und ihr habt einfach noch eine schöne Zeit. Ich wünsche euch noch eine super schöne Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Trendsex sagt ciao.